So, Urlaub mit Hund ist einfach so was Schönes. Ja, ich muss einfach sagen, als Trainerin, das macht mir einfach nur Spaß. Also, ich habe echt so einen mega coolen Job. Guck mal, ich kann meine eigenen Hunde mitnehmen und habe total nette Menschen um mich herum. Also, mega schön. Tolle Atmosphäre. Und heute habe ich mir was ganz Besonderes ausgesucht, nämlich wir machen ein Anti-Jagd-Training. Also, wir verbieten dem Hund nicht jagen zu gehen. Wir verbieten dem Hund nur alleine jagen zu gehen, sondern wir jagen mit ihm zusammen. Und wie genau das aussehen soll, ja, könnt ihr jetzt gleich mal schauen. Weil als allererstes müssen die Menschen üben, wie mache ich das denn genau mit der Reizangel? Ja, schaut mal selber und die müssen jetzt fleißig üben, erstmal mit der Angel umzugehen, bevor sie an den Hund dürfen. Viel Spaß beim Schauen. Und unsere Hunde müssen jetzt im Auto warten, während wir uns bewegen. Und das ist für ja einige Hunde gar nicht so einfach. Ja, stopp, Tina, du hast die Leine, die Angel schon nicht auf Spannung gemacht. Und wieso ist denn die so klein? Ja, mach die mal groß. So, mach die mal, aber hau die denn nicht verguckt, ne? Pass auf bei der Tina. Die ist echt gefährlich bei sowas. So, Tina, dann probier noch mal. Jetzt haben alle erstmal fleißig alleine geübt mit der Angel und jetzt müssen sie ihren Partner als Hund dazu holen. Ja, und ich finde, die machen das alle so großartig, ne? Die sind voll im Einsatz, also auch mit echt Spaß und Freude, ne? Und jetzt kann man natürlich auch einfach nochmal Fragen beantworten. Was mache ich, wenn der Hund den Beutel nicht zurückbringt? Was mache ich, wenn die Angel, weiß ich nicht, nicht auf Spannung ist? Also man kann halt einfach total schön ausprobieren, ne? Hier sieht man, dass der keine Lust hat, den Beutel zurückzubringen. Und dann merkt man erstmal, wie komplex das Ganze ist, ne? Und absolut, ja, auf welche Kleinigkeit man achten muss, ne? Aber ich finde die beiden, die machen das so süß, ne? Also das ist einfach so ein süßes Pärchen. Und jetzt am Ende gibt es auch endlich eine Belohnung und das finde ich total schön, ne? Statt den Keks beziehungsorientiert ein, ja, schaut selbst ein. Küsschen gibt es jetzt. Ja, das sollte so sein. Sehr gut. Hier sieht man jetzt, wie ein Hund rempelt. Das ist echt schön. Also die spielen sogar Rempel nach. Das ist einfach großartig. Und die Mama streichelt den Hund in der Zeit, ne? Ja, ist gekuschelt. So, und jetzt kann es endlich losgehen am eigenen Hund. Und man merkt, dass Hund und Halter ja richtig viel Spaß haben, ne? Natürlich haben wir vorher noch ein paar Aufwärmübungen gemacht. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Gerade wenn man mit der Reizangel startet, wie so ein kleiner Sportler, muss man schon irgendwie die Gelenke erstmal aufwärmen. So, in diesem Sinne viel Spaß beim Schauen.
Ja, und die arme Tonka konnte leider nicht mitmachen. Die hat bei der Aufwärmübung sich einfach irgendwie total erschrocken und hat das auf den Beutel bezogen und hinterher totale Angst vor dem Beutel. Ja, die musste leider eine Pause machen. Aber dafür dürfte die Super Tonka nämlich jetzt gleich mit dem Welpen spielen. Ja, und der kleine Welpe ist so unsicher erstmal und die Tonka ist so gut geeignet dafür, weil sie nicht so stürmisch ist, ne? Und der Kleine geht direkt zu Mama und sagt, boah, ich muss mich mal Mama verstecken, ich traue mich noch nicht, der Tonka Hallo zu sagen. Und die Tonka ist überhaupt nicht aufdringlich, also es hat die so super gemacht. Und das Video, also was ich jetzt gedreht habe, kann ich euch nicht alles zeigen, aber es hat mindestens eine Stunde gebraucht, ja, mit immer wieder ein bisschen beschützen und ein bisschen bestärken. Und hinterher haben die total süß gespielt. Schaut mal selber. Ja, es ist natürlich mega, mega wichtig, dass die ersten Hundebegegnungen mit dem Welpen ja einfach gut laufen, ne? Also wenn man so 6, 7 gute Erfahrungen gemacht hat, dann kann man auch mal ja ein klares Nein bekommen oder auch mal eine blöde Erfahrung. Aber ich sage mal so, die ersten 2, 3 Erlebnisse sind wirklich einschneidend und wir wollen ja alle einen sicheren Hund haben und deswegen muss man da schon sehr drauf achten. Leider ist die Zeit schon wieder vorbei und Hund und Urlaub ist zu Ende. Ja, wir reisen alle ab. Aber ich habe die Kunden diesmal interviewt. Hört mal selber rein. Vielleicht habt ihr Lust, auch mal zu kommen. So, also wir machen gerade Reizangel. Hi! Und ich bin so glücklich gerade. Weißt du warum? Weil dein Hund so toll mitmacht. Ja. Echt, die geht so toll jagen und die hat so einen Spaß mit dem Futterbeutel, ne? Ja, absolut. Jetzt warst du ja eine Woche hier und hast ja vorher gar kein Beuteltraining gemacht. Nö. Wie ist denn das für dich? Also es ist auf jeden Fall, man merkt, wie sie mitgeht und es ist echt schön. Wir haben jetzt auch zweimal verbuddelt und sie nimmt den auch an und holt den auch raus. Und ja, es ist einfach total schön zu sehen, wie sie mitspielt und wie... Und nicht woanders hingeht? Ja, jetzt fängt zu den an, Dünen. Guck mal. Mal gucken, ob sie jetzt hier bleibt. Nein, die Lila. Boah, und die hört sofort. Guck mal, die muss sich ja richtig genau abrufen. Ja, da haben wir auch drüber... Wir haben gerade drüber geredet. Gerade machen wir... dass sie eben genau bei uns bleibt, dass sie total fixiert auf uns ist. Ne? Dass wir jetzt 2, 3 Mal mit der Reizangel gespielt haben, dann haben wir jetzt geht sie selbstständig trinken, das finde ich auch immer sehr schön. Super. Und dass sie eben gar nicht mehr sich an den Dünen orientiert total oder schön am Meer. Ja. Und, ja, an der Reizangel orientiert. Voll cool. Und an dem Futterbeutel. Ja, genau. Ich freue mich. Das machst du bitte zu Hause? Ja, weiter. Machen wir. Sehr gut. In diesem alles Sinne klar, zeige ich auch mal den Hund hier. Ne? Hallo, Mäuschen. Guck mal, ja, du willst wieder weiterjagen, ne? So die blöde Alex hier, ne? Hallo Mila! Der hat voll Lust zum Jagen. Ich meine, ist ja ein Jagdhund, ne? Ja. Aber wie glücklich sie ist. Freut mich total. Sehr gut. Und die Mama ist auch dabei. Die hat ganz viele Videos gemacht und hat auch unterstützt. Schön, dass du dabei warst. So. So, jetzt gehen wir zu der Karin, dem Tommy. Und die hat auch die Katja dabei. Die macht jetzt nicht live mit, aber die haben wir ja schon gesehen. Und das ist ein Welpe. So, jetzt fragen wir die mal, wie die den Urlaub gefunden hat. Weil mit der habe ich auch ganz viel trainiert, sogar einen Hausbesuch gemacht. Da ist die Karin. Und da ist der Tommy. Oh, da ist der Tom. Ja. Tommy, sag ich, mein Gott. Tommy ist richtig. Ach doch, habe ich richtig gesagt. Ja, offiziell heißt er Tom Sawyer. Mein Name kann ich mir so schlecht merken. Hobbit hieß Huckleberry Finn. Ah. Und er Tom Sawyer. Super. Er ist leider auch ein echter Tom Sawyer. Sehr und gut hat das Faustdick hinter den Schlappenmann. Ah. So, jetzt hast du mich ja zum ersten Mal kennengelernt. Ja, ich bin total toll begeistert. Ach. Also wir haben schon viele Hundetrainer hinter uns und Tommy ist auch Therapiehund. Er hat die Begleithundeprüfung, er hat den Hundeführerschein. Also wir haben schon sehr, sehr viel mit Tommy gemacht, haben aber gar nicht gemerkt. Also wir hatten jetzt ein bisschen Druck, weil Kathi neu gekommen ist und Tommy Kathi nun gar nicht so toll fand. Und wir wollten halt unbedingt, dass die zwei sich vertragen. So sind wir eben auch zu Alex gekommen und haben dabei festgestellt, dass unser Tommy nicht nur so ein paar kleine Macken hatten, wie wir dachten, sondern dass er sehr, sehr uns unter Kontrolle hat. Daraufhin haben wir dann Tommy seine Lebensweise stark begrenzt und verändert. Ja, total. Und das machen wir jetzt seit einer Woche und der Tommy ist ein anderer Hund geworden. Boah,
ist schön. Der Tommy ist total genial. Er sucht auch die Nähe. Er ist brav. Er macht das super klasse. Boah, Tommy, ich bin so stolz also, auf euch. Ich bin so stolz auf euch. Und wir finden das sehr, sehr traurig, dass die Alex so weit von uns weg ist und wir sie nur auf Texel sehen. Aber ich komme ja wieder, weil ich möchte jetzt gerne wirklich zweimal im Jahr Hunde im Urlaub anbieten. Ja. Also, ich werde wiederkommen. Wir sind dabei. Toll. Also, ich freue mich sehr. Also, ich muss wirklich sagen, der Tommy hat extrem profitiert. Toll. Eigentlich haben wir ja gedacht, dass Katja da mehr von lernt. Aber es ist total faszinierend und es macht tierisch Spaß. Und das ist ja das Weil der Tommy wirklich in einer Woche so viel gelernt hat und das so gut umsetzen kann. Prima. Also schön, dass ihr dabei wart. Ja. Vor allem mit deinem Welpen und mit dem Tommy. Und das war für mich auch einfach eine total schöne Herausforderung. Ich weiß, Katja hat dein Herz erobert. Mega, mega. Aber der Tommy auch, ne? Den Tommy? Ne, Tommy? Super. Und vor allen Dingen, ich freue mich total, wenn die Kunden einfach sagen, wie viel sich geändert hat. Absolut. Und in der kurzen Zeit. Und ich meine, die Schabendos sind intelligent, aber er hat es so super schnell umgesetzt. Das war faszinierend. Aber nur, der Hund kann es nur umsetzen, wenn die Menschen mitspielen und wenn die Vertrauen haben. Der Leidensdruck ist dann halt doch so groß, dass man konsequent ist. Ja, aber du hast auch Vertrauen zu mir gehabt und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Ja, es hat einfach, ich habe gesehen, es funktioniert. Super. In diesem Sinne, weiterhin viel Erfolg und weiter im Training bleiben. Genau. Sehr gut. So, hier sind wir jetzt bei Jos und Thea. Und die Thea ist noch richtig jung. Jos, wie alt ist die Thea? Die Thea ist gestern genau 7 Monate alt geworden. Und wie man sieht, ist die Thea ein Wildfang. Ein kleiner Wildfang. Ja. Jos, was hast du denn die Woche hier gelernt? Magst du mal so ein paar Sätze dazu sagen und was habt ihr zwei denn hier so gemacht und was habt ihr die Woche gelernt? Gelernt haben wir eigentlich sehr viel. Die Dame hat einen unglaublich dicken Kopf. Sie ist dominant, sage ich jetzt mal. Ja. Und jetzt geht es darum, wie schaffen wir es oder den Weg dorthin, dass sie entsprechend spurt. Ja, und auch Grenzen setzen. Ne? Genau. Und dass die euch auch akzeptiert. Ne? Weil wir hatten die ja im Freilauf mit einem anderen Hund. Und der Hund hat ja bestimmt 30 Mal gesagt, hör mal, du spinnst wohl eine Runde. Und die Thea hat immer wieder obendrauf, hier obendrauf. Ne? Und das war jetzt Gott sei Dank ein Hund, der das gut ab kann. Ne? Aber das ist so ein bisschen auch das Bild gewesen, dass die Thea ganz schön dynamisch ist. Ne? Sie ist sehr dynamisch, ein absolutes Powerpaket. Ja. Sehr schlau, sehr intelligent. Alles, was gut ist, macht zu schnell, aber auch was schlecht ist, bleibt hängen. Ja. Das müssen wir dann jetzt wieder ein bisschen ausbügeln und dafür war diese Woche sehr gut. Prima. Ich sag mal, perfekt ist es noch nicht, nein. Aber die Ansätze sind da. Es liegt jetzt an uns, um das entsprechend jetzt vernünftig weiterzuführen, zum Beispiel das hier. Genau. Ein bisschen Pause machen kannst du schlecht, ne? Die? Ja. Nur wenn man wirklich in einem kleinen abgeschotteten Raum ist oder wie zum Beispiel ein Appartement, man macht die Tür zu und da kommt sie runter. Und eigentlich ja kein Wunder, weil ich meine, die ist ja wirklich noch sehr, sehr jung und die ist gerade in der pubertären Phase. Und in der pubertären Phase bedeutet auch, dass der Hund in der Zeit einfach total geil ist. Ne? Und weiß manchmal nicht, was oben und unten ist. Ich weiß, wir können es da wahrscheinlich nicht an die Phase erinnern, aber ich bin ja in der Abschlussphase. Das heißt, ich bin in den Wechseljahren und ich merke manchmal, wenn ich auch gar geil bin. So, in diesem Sinne, toll, dass ihr dabei wart und ich freue mich aufs nächste Mal. Alex, danke für eine tolle Woche. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Schön, dass ihr da gewesen seid. Danke dir. Ja, hallo. Wir sind die Tina und der Napi. Und wir wollten uns nochmal für die tollen Tage bedanken. Leider ist ja durch Napis Krallensplitter war es keine ganze Woche, aber es hat trotzdem Spaß gemacht in der netten Gruppe und was wir nun wirklich sehr gerne gemacht haben, das war heute das Reizangeltraining und Napi, was war es noch? Ja, die Fährtensuche. Tschüss. Wiederkommen, bis zum nächsten Mal.